So, beim letzten Mal haben wir hier fertig. Haben wir wieder weitergemacht. Ja, ich würde sagen, machen wir heute da fertig. Und ja, alles weitere dann nach dem Intro. So. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBLP. Wir sind jetzt bei 19. Ja, und haben eigentlich schon einen ziemlich guten Fortschritt hier gemacht. Also ich finde, das sieht. Ja, okay, man sieht von hier aus nicht, dass es sich abhebt, aber ist ja auch egal. Wir werden uns jetzt erstmal eben im E-System. Entschuldigung. Sag schnell. Ah, Stufen holen. Also Bruchsteinstufen. Ich hoffe, dass ich da welche fertig habe. Wird gefühlt so leise. Ja, die Lampen muss ich auch noch austauschen. Wie gesagt, das mache ich hier off. Ja, und ein kleines Thema habe ich heute auch für euch. Oh, ja, auch 28 oder so wenig. Dann müssen wir uns welche machen. Eins, zwei, so 30. Jetzt decken wir raus. Na, so, nee, stopp. Escape drücken. So. Warum ist hier ein Loch? Okay. Egal. Dann machen wir uns jetzt mal eben ein paar Bruchsteintreppen. Na. So. Da haben wir noch welche und da haben wir noch welche. Die brauche ich nicht mehr. So. Ja, ich weiß, es gibt einen einfachen Trick, aber den kriege ich nicht gebacken. Also von daher nicht wundern, wenn ich das so mache. So und so. Und dann bleiben zwei Stück übrig. Sehr schön. So, oh, alles. So, nein, das wollte ich auch nicht. So, dann mal wieder zurück zum Ort des Geschehens. Und dann machen wir noch die Löcher dazu. Und dann. Hoppala. Gucken muss man lernen. So, dann wollen wir mal gucken, ne? So, hier noch die Löcher zu. Und dann. Da. Wollte es da nicht hin. So, und dann. So, das heutige Thema. Ja, muss ich mal eben kurz auf meinen blauen Zettel gucken. Ach ja, FB3. Ist ja nicht mehr lange hin, bis das endlich rauskommt. Ja, das heißt lange hin. Ist ja noch fast ein Jahr. Aber trotzdem, ich freue mich wahnsinnig auf den dritten Teil. Da bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich auch hoffe mir ja, dass da endlich die. Das, Thema. Ach, schnell. Freelance weiter bearbeitet wird. Was da mit ihm ist. Ja, okay, Queens. Der heißt ja jetzt mittel. Okay. Das war nicht so geplant. Doch, so sagst du. Weil er ist ja angeblich ein Dumbledore. Ja, so ganz. Uff. Nachvollziehen kann ich es nicht, weil das wirft wieder einige Fragen auf. Ich war also sehr geschockt, als ich das. Meine Güte. Im Film gesehen. Halleluja. Nochmal, kann ich mit Treppen eigentlich sehr gut umgehen, ne? Und deswegen bin ich also sehr gespannt auf den dritten Teil, was da die Erklärung sein wird, warum erzählt wird, dass er ein Dumbledore ist. Oh, ja Gott. Schauen wir mal, ne? Ja, ich gucke auch, dass ich dann auch mal vielleicht der Premiere, ne, nicht Premiere, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Oh, oben. Nee, lassen wir mal, ne? Da machen. So. Ja, ich glaube aber, nein. Falsche Richtung gezeigt. So. So. Eigentlich gerade sein und nicht schief. Das ist nicht so einfach hier in der Ecke. Ja. Wie kannst du da eigentlich nicht zu so sagen, weil meine Erwartungen sind recht hoch. Also ich hoffe mir also sehr viel von dem Film. Dort viele Fragen beantwortet wird. Am meisten bin ich ja darauf gespannt, wie, ob es im Film auch gezeigt wird, wie Nagini zum Riddle gekommen ist, also Voldemort.
Da bin ich am meisten drauf gespannt. So. Weil, ich weiß nicht, ich mag zwar keine Schlangen, ne, aber das Thema interessiert mich dann doch, wie ist sie zu ihm gekommen? Da hoffe ich ja auch, dass die da das Thema, ja. Ja. Also das war wirklich bitter nötig, dass wir da diese Bruchsteine reingetan haben, sonst hätte sich das nicht so ganz abgehoben. So, jetzt noch von hier unten drinne. Da muss ich noch gucken, wie ich das mit dem Innenteil mache. Oh. Nee, so nicht. Ja, das reicht doch nicht mit dem Stein. Ich glaube, da brauchen wir noch mehr. Da außen hat es gereicht, aber nicht für innen. Schauen wir mal. Erstmal verbrauchen wir die und jetzt schauen wir mal, wie viel wir machen müssen. So. Zack, 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 zack. So. Ja. Ich glaube, andersrum muss dir, ne? Für die Seite reicht's noch. Und so, da drinnen würde ich was behaupten. Machen wir mal den hier. So. Ja, das sieht doch. Das kann sich sehen lassen. Den hinteren können wir. Machen wir dann so zu. Das passt auch. So. Und ja. Das war absolut der korrekte Stein. So, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, welche Erwartungen ihr an den dritten Teil von Fantastische Tierwesen habt. Weil. Oh, doch, 36 habe ich noch. Wahnsinn. Wow. Das reicht? Ja, bezweifle ich gerade so ein bisschen. So. So, jetzt hoffe ich, dass dieses Massive sich dann doch gut abhebt. Was haben wir noch? Oh, oh, das hat aber... Ey, das war ja wie abgemessen, wie abgezählt. Bis auf 4 Stück. Oh, ich glaube, der ist falsch rum. So. Ja. Passt auf jeden Fall schon mal viel besser dazu. So. Ja. Muss ich nur überlegen, was ich hier oben mache. Ich habe noch 4 Dinger. Vielleicht machen wir. So. Schauen wir mal, wie das aussieht. Irgendwie komisch, ne? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das funktioniert? Nein, natürlich nicht. Ah, das ist auch so eine Kunst. So, jetzt hat es funktioniert. Das ist ein bisschen wie abgerundet wirkt. So. Ja. Könnt mir ja auch in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das findet. Also mir persönlich gefällt's. Mal gucken, was wir da noch so drauf tun. Ob wir da so eine Art Fenster reinmachen oder es so lassen. Ja, das machen wir aber später mal. Ich mache hier so ein bisschen erweitere. Weil eigentlich ist da ja so eine Art Hohlraum hinter. So. Ja, das können sie sich so lassen. Ja. Wunderbar. So. Ja, dann hätten wir das auch schon. Und hier kommt ja so in der Mitte. Das ist die Mitte. So. Schauen wir mal, ist das so ungefähr? Ja. Also 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3 nach da. Oh, da
Natürlich. So. Jetzt. Ja. Drei. So. Drei nach unten, drei nach oben. Dann kriegen wir da, glaube ich, so ein richtig schön großes Fenster rein. So. Wunderbar. Jo. Kann man lassen, ne? Das ist ja wie so eine Uhr, glaube ich, ist da drinne. Oder irgendein Fenster. Ist ja auch egal. Ja, meine anderen Fenster habe ich jetzt also nicht mehr. Egal. Da können wir uns bei Gegebenheit neue machen. So, da muss noch ein kleines Türmchen drauf. Ja, mal gucken, wie ich das mache. So ein Riesentürmchen ist da nämlich auch nicht drauf. Ja. Ist irgendwie so ein kleines Türmchen. So. Ey, hat immer auf Anhieb geklappt. Wahnsinn. Oh. Ja. Okay. Das passt hervorragend. Das ist ja. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Also wieder weg. Nein. Den wollte ich nicht. So, und dann... Den könnte ich ja eigentlich auch was... Netherziegel machen, ne? So wie so vieles hier. Mhm. Alter, das sieht ja noch schlimmer aus als vorher. Naja, vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Idee, wie ich auf so ein kleines Ding hier so ein Dach drauf tun kann. Aber ich glaube, das mache ich dann trotzdem aus Netherziegeln. Das sieht, glaube ich, viel besser aus. So, naja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. So. Hier können wir weg, ja. Haben wir hier noch ein bisschen mehr Abstand. Setzen und wird das rundlicher. Ich. So. Nix sagt dazu. So, jetzt von der anderen Seite. Dann. Noch. So. Schauen wir mal. Oh. Hätte ich hier unten auch schon anfangen sollen. Nee. Ich nudel. Mach das natürlich nicht. Ja. Okay, du musst bleiben. Okay. Das ist jetzt nicht so. Ja. Das wirkt auf jeden Fall schon mal gut. Hm. So. Hätte ich das lieber doch mit. Warte mal, unten müssen wir aber auch noch welche dran machen. So. Du bist aber falsch rum. So. Wir sind jetzt bei 14 Minuten. Ah, das ist noch okay. So. Ach, das kriegen wir noch hin. So. Bum, bum, bum. So, einmal das und dann noch da oben ein. Das da rein und dann haben wir es.
Jetzt wächst natürlich sehr massiv. Das wird mir jetzt doch ein bisschen zu massiv, ne? Und fehlt auch eh ein. Da noch ein hin. Und da noch ein hin. Na dann wirkt das so, wie als wenn es verbindet. Also so ganz. Wow, man kann es lassen. Also es sieht ziemlich gut aus, aber ich würde sagen, da machen wir trotzdem andere Steine rein, weil wie hebt sich das nicht so wirklich ab. Naja, ist ja jetzt auch gerade egal. Wir machen. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir bauen jetzt die Treppe. Warte mal, ich fahre mal einfach, das geht ein bisschen hoch. Ach, das dauert mir sonst nämlich zu lange. Ja, das ist das Problem, weil. Nee, nein, nicht da rein. Das war jetzt nicht gut. Egal, geht auch gleich wieder weg. So, dann brauchen wir Stone. Nein. Nein. Ah, da unten. Einmal und zweimal. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Treppenstufen daraus. Ich. Oh. Aber noch eine dritte Reihe. Die bleiben. So. Und dann wieder die ganze Schose zurück. Und dann hauen wir nochmal eben schnell hier die Treppen rum. So. Dann dürfte das. So, ne? Ja, muss. Muss ja. So, und dann noch die letzte Stufe hier. Dann gucken wir uns das ganze Spielchen an. Und dann sehen wir, ob er vernünftig. Ja, geht doch ganz. Ja, doch. Also ich würde es so lassen. Nee, das lassen. Sieht dann viel eckiger aus. So, ich glaube, den haben wir da zu weit gemacht. Da kommen wir jetzt Ziegel da rein. Nur einer reicht. Ich dürfte da reichen, dann machen wir das hier zu. Kann man da irgendwas zwischenpacken? Ja, wunderbar. Ich habe viele Stufen gemacht, aber ist ja egal. Ich brauche eh noch Stufen für was anderes. Und zwar habe ich jetzt, also ich werde die Treppe zum großen Treppenhaus nochmal überarbeiten, weil ich habe meine alten Folgen mal angeguckt und habe gesehen, wie ich die damals gebaut habe. Und habe mir dann überlegt, ob man die nicht auch mit den Treppenstufen hier macht, weil ich finde, das sieht irgendwie filigraner aus. Ich weiß zwar nicht, ob ich mit der einen Meinung alleine bin, aber oh, jetzt nicht. So. Jetzt richtig? Ja, doch. Ist doch. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Nee, das ist nicht richtig. Ach. Ich glaube, der ist hier zu hoch. Der ist zu hoch. Der ist zu hoch. Der hier auch. So, jetzt haben wir. Jetzt müssten wir es haben. Ja, dann sind die. Der ist nämlich falsch. So. Jetzt bin ich aber etwas irritiert.
jetzt hier falsch gemacht? So. 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 Ja, jetzt stimmt es. Jetzt ist es richtig. So, und die Ecken hatte ich ja hier raus. Die hatte ich raus und die hatte ich raus. Hä? Oder nicht? Aha. Jetzt müsste ich das haben, ne? Jetzt sieht es doch ziemlich einheitlich aus. Arme Ecke, da arme Ecke. So, der hier ist aber auch verkehrt. Das sehe ich gerade. Wenn ich da auch ein tiefer gehe. Und so, den hat man fast da durch. Ist richtig. Ja, Ecke, da haben wir eine Ecke. Und da haben wir eine Ecke. Jawohl, jetzt. Jetzt ist es richtig. Und mir gefällt's. Also das ist mal eine Treppe, die mir richtig gut gefällt. Das muss ich echt mal sagen. Da werden wir die, die Treppenstufen doch auch mal austauschen, damit das so ein bisschen Kontrast gibt. Ja, und dann würde ich sagen, und jetzt auch schon wieder bei 20 Minuten, ja, wir sind mit dem Außengebäude soweit fertig. Ich werde jetzt in der nächsten Folge mal gucken, ob ich dann die Treppenstufen. Nein. Moment. Die Treppenstufen aus. Fertig mache. Also umändere in Bruchsteine. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch das Ding fertig. Und dann sind wir mit außen. Ja, okay, der Boden muss noch gemacht werden. Selbst da bin ich am Überlegen, ob wir da nicht eine Mischung aus Stein und aus denen machen. Ich glaube, das würde sich ganz gut machen, ne? Naja, wie gesagt, ich wünsche euch dann also noch einen schönen Tag. Das war's dann für heute erstmal wieder. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr erwartet von FB3. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Format gefällt, dann würde ich mich echt über ein riesen Abo freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt und könnt euch dann zur Secret Family euch, na, wie heißt das? Jetzt habe ich das Wort doch vergessen. Ist ja auch jetzt egal. Wenn ihr dazugehören wollt, Abo drücken, Button drücken und einmal die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.